unter sich die Ampelkoalition. Denn das hat schon mal geschissen so. Bleiben Sie da stehen. Die Prognose, doch mal in die Hose. Scheißegal, es nehme die Probierneurose. Wo sind wir angekommen, Freunde? Wo ist der Stolz des deutschen Volkes geblieben? Es ist keine Schande zu sagen, ich bin stolz darauf, Deutscher zu sein. Das ist nicht rechtsradikal, das ist einfach was, was jedes Land für sich, jede Menschen für sich in ihrem Land leben, weltweit. Und wir Deutschen dürfen das nicht mehr sagen, nicht mehr tun, es ist nicht mehr gewollt. Und ich finde das schlimm. Ich bin stolz darauf, ein Deutscher zu sein. Ich bin aber heute nicht der Grund, warum wir alle hier sind. Ich freue mich ganz besonders heute, dass er unsere Einladung angenommen hat. Ein Mann, ein Wort, eine Frau, ein Wörterbuch, eine Ampelregierung, eine Märchengeschichte. Aber Robert Fahle, den wir alle kennen aus dem Bundestag, hat die Einladung angenommen. Vielen, vielen Dank, Herr Fahle. Und ich halte auch mal ein bisschen meine Gusche heute, habe auch keine 30 Blätter dabei. Ich würde Sie bitten, Herr Fahle, ergreifen Sie das Wort. Ihr Applaus. Vielen Dank. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt es hier. Die Leute, die ich hier sehe, sind ganz normale, anständige Leute, die auch in ihrem Leben gearbeitet haben und wahrscheinlich immer noch arbeiten. Und da fühle ich mich einfach wohl. Das Thema ist eigentlich, es ist ja hier jetzt eine Volksfestatmosphäre entstanden. Eigentlich müssten wir jetzt weiter feiern. Also die Lieder, die hier waren, das erinnert mich alles an die Zeit vor 30, 40 Jahren für mich. In der Friedensbewegung. Aber ich sage euch eins, die meisten Menschen wissen gar nicht, wie gefährdet der Frieden in der jetzigen Situation ist. Ja. Im Fernsehen werden die Leute nur noch verdummt. Ja. Jeden Tag kommt da irgendwo ein neuer Sachverständiger, den kein Schwein kennt, von irgendeinem Study of War und von irgendeinem amerikanischen Think Tank. Was auf Deutsch heißt, das sollen Leute sein, die angeblich nachdenken. Null Lebenserfahrung. Die wissen alle nicht, was ein Krieg ist. Und wisst ihr, was ein Krieg ist? Dass Menschen sterben. Und da kann doch kein Mensch sich drüber freuen. Ich habe mein Manuskript sowieso weggetan. Ich könnte jetzt eine Stunde reden, wie der Konflikt entstanden ist. Also Leute, die größte Lüge, die ständig von dem englischen Geheimdienst verbreitet wird, denn der hat die Aufgabe der Verdummdäubelung der Menschen im ganzen Westen übernommen. Eins zu eins wird Zelensky jeden Tag übersetzt ins Deutsche von diesen Engländern. Das sind über 1000 Mann, die dort bei dem Präsidenten beschäftigt sind und die jeden Tag Unsinn in die Welt reinschreiben. Leute, mit immer mehr Waffen wird doch kein Frieden geschaffen. Das gibt's doch gar nicht. Die Strack-Zimmermann sitzt im Bundestag im Verteidigungsausschuss und die hat eine wichtige Aufgabe in der Rüstungslobby. Das weiß doch jeder. Die hat auf der Stelle doch gar nichts verloren. Die muss abgewählt werden in ihrem Wahlkreis. Weg damit. Wir müssen zeigen, was Demokratie ist. Wenn ein Politiker noch nicht mal begreift, wofür er im Parlament ist, sondern nur dort dafür ist, damit Milliardenprofite bei den Rüstungskonzernen zusammengeschaufelt werden. Was ist das denn? Der braucht doch, und jetzt sage ich nicht mehr die rote Karte, weil es gibt keine rote Karte in Deutschland.
Und eine blaue Karte weiß ich auch nicht, wie weit die noch reicht. Der braucht einfach nur eine Abwahlstimme. Weg damit! Keine Stimme mehr für die Kriegstreiber in Deutschland. Wir sind das unseren Kindern und Enkeln schuldig, dass wir auf die Straße gehen und uns nichts mehr bieten lassen. Wir müssen alle demokratischen Rechte ausnutzen und wahrnehmen. Und ich sage euch ganz ehrlich, es kann doch nicht sein, dass eine Wahl stattfindet und 40% nehmen gar nicht dran teil oder 50%. Haben die nicht begriffen? Nee, die haben auch nicht begriffen. Und das heißt, dass wir mit unseren Nachbarn und mit allen reden müssen. Demokratie fängt bei jedem Einzelnen an, dass man seine Stimme abgibt, wen man haben will oder nicht haben will, welche Politik man haben will oder nicht haben will. Und eine Kriegspolitik geht gar nicht. Und wir können nicht zulassen, dass unser Land in einen Krieg hineingezogen wird. Und davor stehen wir ganz kurz. Ja, es gibt nichts Wichtigeres als den Frieden. Den lernt man aber erst schätzen, wenn der nicht mehr da ist. Wenn irgendwo eine Rakete reinschlägt und dann sind viele Menschen tot. Und das kann niemand gebrauchen. Und das wollen wir auch nicht. Uns in Deutschland hat kein Mensch angegriffen. Und wir lassen uns auch nicht einreden, dass die Russen unsere größten Feinde sind. Das ist doch völliger Blödsinn. Die Nord Stream Pipeline ist nicht von Putin gesprengt worden. Wer will uns denn so einen Quatsch verkaufen, dass da einer ein Segelboot anmietet, 400 Kilo Sprengstoff 90 oder 70 Meter unters Meer bringt und dann ist die Pipeline im Meeresboden versenkt. Wer will uns denn so einen Kokolores erzählen? Ja, unser Bundeskanzler, stimmt, richtig. Deswegen hatten der Biden nämlich nach Amerika geholt. In einer Sondersitzung. Aber mit so einem Mist kann man doch wirklich keinen mehr vor den Ofen holen. Es ist doch ganz klar, wer das gewollt hat. Wer macht denn jetzt die großen Profite mit der dreimal so teuren Energie wie vorher? Wer verdient denn ohne Ende an der Energie, die nach Deutschland geliefert wird als Fracking-Gas? Wer verdient denn daran? Das sind doch nur die Amerikaner. Das ist doch nur Biden. Biden hat auch von Anfang an dem ganzen Krieg verdient. Sein Sohn ist bei Burisma von den Amerikanern eingesetzt worden in die Gasfirma in der Ukraine, in den Vorstand. Und hat dort Geld gekriegt für nichts. Ja, es ist einfach so. Kann jeder nachlesen, braucht er nur recherchieren. Dafür gibt es ja Google. Also Google ist, will ich keine Propaganda machen, das ist das allerletzte letztlich. Die sperren ja auch alles Mögliche und Facebook sperrt auch alles Mögliche. Aber dort steht es überall ja auch drin. Wer sich informieren will, der kann sich informieren und der soll sich auch informieren. Und da sage ich euch eins. Und was hat unsere Bundesregierung gemacht? Hat die irgendwo mal was gemacht? Denn der Anschlag auf diese Ölpipelines und Gaspipelines, dieser Anschlag ist ein Kriegsverbrechen. Da wird unsere ganze Infrastruktur in der Energie zerstört. Da ist auch die sogenannte Opposition mit der CDU ganz leise. Wie kommt das denn? Ob der Friedrich Merz vielleicht bei BlackRock im Aufsichtsrat gewesen ist? Und ist vielleicht BlackRock der Konzern, der da richtig schön absahnt an dem ganzen Krieg, der in der Ukraine stattfindet? Wer bezahlt überhaupt die Waffen, möchte ich mal die Frage stellen. In den USA wird geliefert
Und die USA schicken auch dem Zelensky Millionenschuss Munition. Alles kriegt er, was er auf seinen Wunschzettel schreibt, wie beim Christkind. Nur mit Christus hat das nichts zu tun. Das kriegt er alles. Abrams-Panzer, Flugzeuge ohne Ende, alle die Dinge, die die Russen dann umgehend nach ein paar Wochen alle abgeschossen haben. Das alles liefert der Amerikaner. Warum? Ja, bezahlen soll das die Europäische Union. Da sitzt doch unsere große Vertreterin, die Frau von der Leyen. Die fährt doch alle paar Wochen den Zelensky hin und fällt ihm um den Hals und begrüßt den. Ich sage jetzt nicht Küsschen da, Küsschen dort, das sind nur berufsmäßige Küsschen, das sind keine richtigen. Und die fährt dahin und fährt aber nicht wieder zurück, ohne dass sie versprochen hat, jetzt gibt es noch mal ein paar hundert Millionen und jetzt gibt es noch ein paar hundert Millionen. Ich langweile euch jetzt nicht mit Zahlen, die kann jeder googeln, wirklich. Die Europäische Union kassiert bei uns das Geld ab, jedes Jahr weit über 20 Milliarden Euro, die wir da einzahlen, und das Geld wird genommen und am Ende kriegt es der Zelensky. Jetzt könnt ihr natürlich die Frage stellen, was macht der Zelensky eigentlich mit dem Geld, was er kriegt? Also in den USA ist die Zahl mal aufgetaucht. 400 Millionen Euro sollen verschwunden sein im Laufe der letzten 2 Jahre. Für Waffenlieferungen, wo keiner weiß, wo sind die Gelder gelandet. Im US-Kongress gibt es eine Untersuchungsgruppe, die rausfinden soll, wo landen eigentlich die ganzen Waffenlieferungen und die Gelder, die der Kongress bewilligt. Die Ukraine ist das korrupteste Land in ganz Europa. Und jetzt möchte ich euch mal klar sagen, der Zelensky hat jetzt alle Leiter von den Kreiswehrersetzämtern in der Ukraine entlassen. Und wisst ihr, mit welcher Begründung? Alle Leiter der Kreiswehrersetzämter Ämter. Mit der Begründung, dass sie alle korrupt sind. Also anfangen hätte er mit sich selber müssen, sich zu entlassen. Er hat aber was ganz anderes angefangen. Er hat nämlich die Wahlen abgesagt. Ich habe es extra nachgeschlagen. In die ukrainische Verfassung ist ein Abschnitt aufgenommen worden. Wahlen müssen in der Zeit, in der sich die Ukraine im Kriegszustand befindet, nicht durchgeführt werden können. Die müssen nicht durchgeführt werden. Und er will sie so lange nicht durchführen, wie der Krieg noch andauert. Und jetzt wisst ihr, warum der Krieg immer weiter verlängert wird. Weil er seine ganze Macht sofort verliert in der Ukraine und in allen Parlamenten im Westen, wo er auftritt. Wenn dieser Krieg beendet wird, dann ist mit Zelensky Feierabend. Wer braucht denn dann noch diesen Schauspieler? Damit ihr mich richtig versteht, ich habe nichts gegen den Zelensky als Person. Der hat mal mit dem Pimmel Klavier gespielt. Ich habe das Bild, also das kann jeder sich angucken im Netz. Da gibt es noch Bilder von. Der gehört zu dieser Gay-Truppe, die wir so manchmal im Fernsehen sehen, die da so in Berlin rumspazieren und dann so demonstrieren, wie toll sie aussehen, haben auch wirklich teilweise schöne Körper und was weiß ich nicht. Also ist ja deren Sache, geht mich nichts an. Da gehört er auch dazu. Und deswegen ist er ja auch Präsident geworden, mit Unterstützung von Kolomoyski und mit Unterstützung der Oligarchen in der Ukraine. Er ist durch die Oligarchen an die Macht gekommen. In der Ukraine gibt es keine freie Presse mehr. Die gesamte Presse in der Ukraine ist gleichgeschaltet. Seit Jahr und Tag. Aber noch schlimmer als hier. Der hat ja schon Theater gemacht, weil ein amerikanischer Korrespondent sich getraut hat, bestimmte Fragen aufzugreifen, die er in den USA beantwortet hat.
Und das hat ihm nicht gepasst. Da hat er schon Schwierigkeiten gemacht. Selenskyj verteidigt auch nicht die Werte der freien Welt. Welche demokratischen Werte verteidigt der Mann? In der Zeit von, als der Bürgerkrieg dort entstanden ist, die Amis haben dort den Putsch durchgeführt auf dem Maidan. Das weiß jeder. 13, 14. 5 Milliarden Dollar haben die USA dafür bezahlt, dass die Leute dort die ganze Zeit gekämpft haben auf dem Platz und dann den Janukowitsch weggeputscht haben. Da waren sogar etliche ganz Rechtsradikale, die haben in die eigenen Demonstranten reingeschossen, damit die Vorwände haben, um die Polizei anzugreifen. Das ist alles mittlerweile überall nachlesbar. Da kann sich jeder jederzeit drüber informieren. Ja, und wie ist es dann? Was ist dann passiert? Das weiß jeder, dass es so war. Die Amis haben das in Gang gesetzt. Und was ist dann passiert mit der neuen Regierung, mit Poroschenko? Das Erste, was sie gemacht haben, die kamen hier nach Deutschland und haben Geld abgeholt. Das war direkt nach 14. Doch, ich erinnere mich noch ganz genau. Er war 2-3 Mal bei uns und immer hat er eine Milliarde abgefasst. Und dann haben die ukrainische Armee aufgerüstet. Das war nicht die schwächste Armee oder die zweitste. Das war die zweitstärkste Armee in 21. Und die haben den Krieg auch vorbereitet. Der Biden, der ist ja schon so senil, der hat sie verplappert. Der Biden hat in einer öffentlichen Pressekonferenz wörtlich gesagt, die Russen werden einen Krieg am 24. Februar anfangen. Nee, am 16. Februar anfangen. So. Er hat sich verplappert. Ich weiß deswegen, weil am 16.2. habe ich Geburtstag. Und das werde ich nie vergessen. Da hat er sich verplappert und gesagt am 16. Ja, woher wusste denn der Biden den Zeitpunkt, wann dieser Krieg losgeht? Wer hat denn den Krieg vorbereitet? Wer hat denn 6 NATO-Manöver durchgeführt im Jahr 21? Wer hat denn den Beschuss steigern lassen, den Kiew auf die Donetsk-Republiken abgegeben hat? Denn die abtrünnigen Provinzen im Osten von der Ukraine, Donetsk und Lugansk, diese Provinzen wurden massiv unter Beschuss gesetzt, 9 Jahre lang. Und wisst ihr, wie viele Menschen dort gestorben sind, Zivilisten vor allen Dingen? 14.000 nach Angaben der UN, eines UN-Sprechers. 14.000 tote Menschen in der Zeit bis Ende 21. Hat Kiew auf dem Gewissen. Hat da einer was von Kriegsverbrecher je gehört, dass der Selenskyj vielleicht mal in Den Haag vorsprechen sollte? Nein, da hört man nichts von, weil das ist ja der Verteidiger des freien Westens. Aber da weiß doch jeder, dass das überhaupt nicht stimmt. Das ist faul wie eine faule Tomate. So. Wie geht's denn nun weiter? Dieser Konflikt muss beendet werden. Und zu diesem Ende möchte ich etwas sagen. In den USA zieht man langsam Bilanz. Was ist jetzt passiert? Als erstes kann man ja schon erkennen, die haben immer neue Waffensysteme dahin geschickt, weil jedes Mal haben die sogenannten Experten, ich habe vorhin schon was dazu gesagt, die Maulhelden, die sich als Experten verkaufen, haben jedes Mal gesagt, wenn die HIMARS-Raketen kommen, dann hat die Ukraine gewonnen. Wenn sie bis zur Krim vorstoßen und die russischen Truppen abtrennen, dann haben sie gewonnen. Wenn erst war es sogar die Javelin-Raketen, wenn die kommen, dann haben die Ukrainer gewonnen. Dann hat die Baerbock im Bundestag ausgerufen, die Ukraine muss gewinnen. Der Dobrindt von der CSU hat das auch nachgeplappert. Die Ukraine muss gewinnen. Nächster, der es nachgeplappert hat, war der neue Verteidigungsminister. Jetzt müsst ihr mir mal sagen, wie soll das gehen, dass man mit einer konventionellen Armee einen Nuklearstreit macht, besiegen kann.
Das muss mir mal einer erklären. Die Erklärung hat es aber schon tausende Male gegeben im Fernsehen von unseren sogenannten Experten. Naja, der Putin wird doch nie die Atomwaffen einsetzen in seinem Interesse. Falsch. Der Mann hat gesagt, wir werden keine Atomwaffen einsetzen, es sei denn, unsere Existenz als Staat ist bedroht. Es sei denn, die Krim wird angegriffen und um die Krim wird gekämpft und gerungen. Das hat er angekündigt. Das ist einfach nur eine Ankündigung, eine wahrheitsgemäße Aussage. Leute, ich kann nur warnen. Wir müssen das ernst nehmen. Seit 10 Jahren nimmt kein Mensch ernst, was der Putin erzählt hat. Keiner hat es ernst genommen. Er hat vor 10 Jahren schon ausgeführt, bei den 2 Erweiterungswellen der NATO hat der Mann schon gesagt, wir können uns nicht damit abfinden, wenn an unseren Grenzen als Atommacht Militär aufgestellt wird, was Moskau in wenigen Sekunden erreichen und dem Erdboden gleich machen kann. Hat der Mann gesagt? Seit 10 Jahren sagt er das. Kein Mensch interessiert das. Es gibt Sicherheitsinteressen. Genauso wie schon mal bei der Kuba-Krise. Da hat auch der amerikanische Präsident gesagt, wir lassen nicht zu, dass vor unserer Haustür Atomwaffen des Gegners positioniert werden. Was haben die Russen gemacht? Die haben die abgebaut oder haben die Schiffe umdirigiert. Und es sind keine Atomwaffen vor die Haustür der Amerikaner gestellt worden. Das war auch richtig, als es um die Warschauer Vertragsstaaten ging. Da hat der Gorbatschow damals gesagt, wir ziehen die russischen Truppen ab. Und was haben die Amerikaner gemacht? Die haben aufgestockt und die DDR mit einbezogen und die NATO-Osterweiterung Stück für Stück immer weiter durchgezogen. Leute, das ist doch keine Friedenspolitik. Sämtliche Abrüstungsabkommen sind durch die USA gekündigt worden. Da müssen wir aber wieder hin zu einem System der kollektiven Sicherheit. Es müssen Absprachen getroffen werden, dass kein Atomkrieg aus Zufall entstehen kann. Wir haben doch jetzt schon ein paar Mal erlebt, wenn welche ankommen und sagen, das waren russische Raketen, die in Polen runtergegangen sind. Haben sie doch gesagt. Faustdick gelogen, das wussten die auch. Aber was passiert denn dann, wenn die Bündnisklausel greift? Und was passiert denn auf russischer Seite? Dann kann es mal ganz schnell passieren, dass vielleicht sich nicht 2 Leute finden im russischen Armee, die sagen, wir machen das nicht. Wir schicken keine Atomwaffen los. Das war nämlich 2-mal schon auf der Kippe. Und das hat ein U-Boot-Kommandant, der hat es nicht gemacht. Da war ein irrtümlicher Alarm ausgelöst. Und ein anderer hat es auch schon mal gemacht. Was passiert denn, wenn dann aber das nicht der Fall ist? Das kann man doch dem Zufall nicht überlassen, hunderttausende Tote. Und ich kann euch nur eins sagen, es gibt nur eine Armee der Welt, die ohne jeden Grund, als der Krieg schon vorbei war, nämlich der 2. Weltkrieg, Atomwaffen eingesetzt hat. Die Amis haben Hiroshima und Nagasaki dem Erdboden gleich gemacht. Das dürfen wir nie vergessen. Die zögern nämlich gar nicht. Und die kommen her und sagen, wir vertrauen ja drauf, Russland kann das gar nicht. Und wisst ihr warum? Weil der Xi Jinping, der sagt dem Putin aber richtig Bescheid, dass er ja keine Atomwaffen einsetzt, wenn es soweit ist, dass so ein schwieriger Fall entsteht. Leute, wie blöd ist das denn? Nur mit Vertrauen, mit vertrauensbildenden Maßnahmen, erwächst ein Klima, das einen Krieg auf Dauer ausschließt. Aber wem kann man denn hier im Westen noch trauen?
Die Angela Merkel hat's doch eingestanden in einem Zeitinterview. Die hat gesagt, wir haben damals das Abkommen von Minsk II doch nur aus einem Grund gemacht. Damit die Ukraine Zeit genug hatte, um ihre Armee hochzurüsten und auf NATO-Standard zu bringen. Dafür hat die ihre Verhandlungen gemacht. Und der Putin war mal wieder so vertrauensvoll, der hat daran geglaubt. Der steht aber mächtig unter Druck in Russland. Aber nicht in dem Sinne, dass sie ihn ablösen wollen. Aber der steht unter Druck von den nationalbewussten Kräften in Russland. Die sagen nämlich, du bist viel zu weich. Und das sage ich als deutscher Politiker, man kann gar nicht weich genug sein. Aber dem Westen vertrauen kann man nicht eine Sekunde. Denn der hat alles schon genug belogen. Und damit komme ich zu einem weiteren Punkt, der aber auch Hoffnung geben kann. Und da muss ich aber auch sagen, der wird völlig unterschätzt. Es haben jetzt die BRICS-Staaten zusammengesessen. Die hier bei uns wird es ja so dargestellt mit den Sanktionen, also bei uns ist ja alles auf den Kopf gestellt. Die können ja gar nicht mehr geradeaus denken, die denken eckig um die Ecke von hinten durch die Knie in die Birne rein. Da ist ja so, je mehr Waffen wir liefern an die Ukraine und je schlimmere Waffen wir liefern, je eher ist der Krieg zu Ende. Ich kann nur sagen, die Logik dieser Waffenlieferungen ist, je mehr wir Waffen liefern, je mehr der Krieg verlängert wird, je mehr Menschen sterben. Übrigens vergesse ich in dem Zusammenhang eine Szene nicht. Der Trump ist interviewt worden vergangene Woche. Und da wurde er gefragt von einer Reporterin, wem er mehr zuneigt, den Ukrainern oder den Russen. Und wisst ihr, was er geantwortet hat? Stop dying! Schluss mit dem Töten an den Grenzen! Wir wollen keinen Krieg mehr! Das hat Trump gesagt. Stop dying! Es geht nämlich nicht ob Ukraine oder Russland. Es geht darum, dass hier Menschen sterben, jeden Tag ihr Leben verlieren. Völlig unnötig! Und der erste Schritt, um das durchzusetzen, ist ein Waffenstillstand. Noch nie konnte man einen Konflikt einfrieren, wenn er nicht eingefroren wurde. Und Waffenstillstand ist nichts anderes. Das bedeutet, dann muss man ein Übereinkommen treffen, jetzt wird nicht mehr geschossen. Und wie wird das kontrolliert? Und darüber muss man verhandeln. Und dafür spreche ich mich aus. Und jetzt überlegt euch mal, vor über einem Jahr, da gab es schon mal Verhandlungen. Anfang März, die hat der israelische Ministerpräsident geführt. In diesen Verhandlungen war der Selenskyj schon so weit einverstanden zu sein und auch der Putin war soweit und die haben sich schon darauf verständigt, die Russen wären hinter den Grenzen wieder rausgegangen. Die waren gerade am 24. dort einmarschiert. Die hätten diese Stellung wieder aufgegeben, wenn dort ein Friedensschluss wie bei Minsk II vereinbart worden wäre. Und was ist passiert? Biden hat den englischen Premier angewiesen, dorthin zu fahren und diese Verhandlungen zu blockieren. Und Selenskyj ist umgefallen und hat keine Verhandlungen weitergeführt. Und seitdem ist ein Friedensschluss unmöglicher geworden als je vorher, weil inzwischen sind schon über 100.000 auf jeder Seite gestorben. Und mit jedem Tag, wo dieser Konflikt weiter dauert, wird es schwieriger, eine Vereinbarung zu treffen.
Aber das Mindeste, was stattfinden muss, ist ein Einfrieren dieses Konflikts, damit nicht weiter ständig Menschen sterben. Und jetzt komme ich auf die Hoffnung. Klar ist, in den USA wird das eine zentrale Frage sein, weil nämlich jetzt sich Folgendes abzeichnet. Dieser Krieg wird für die USA auch immer teurer. Auch in den USA steigt die Inflation ständig weiter. Und da kommen dann die BRICS-Staaten ins Spiel. Biden war bei den Arabern und hat gebettelt, macht die Preise nicht höher für Öl und so weiter. Und die haben gesagt, die Araber, nö, wir werden die Fördermengen verringern sogar. Und das heißt, die Preise steigen. Und der Biden weiß genau, wenn die Inflation in den USA weiter ansteigt, wird er nicht wieder Präsident. Und dann verliert die Kriegspartei. Und so muss es auch kommen. Und die BRICS-Staaten, die haben jetzt ihre Sitzung gemacht. Hier wächst ein Gegengewicht zu den USA. Die USA maßen sich doch alle an, jedes Land der Erde, was die Sanktionen nicht mitmacht, die sie verhängen, wird auch sanktioniert. Wisst ihr, dass die Masse der Staaten, mehr als die Hälfte aller Staaten in der ganzen Welt von den USA sanktioniert werden? Mit Drittsanktionen. Die Unternehmen, die dann noch weiter nach Russland liefern, die werden sanktioniert. Wer gibt den USA das Recht, über alle Völker dieser Erde zu bestimmen, was sie zu tun oder zu lassen haben? Und da kommt auch das Völkerrecht ins Spiel. Ich habe der Frau Baerbock die Frage gestellt im Bundestag. Ihr könnt das in einem Video nachgucken auf meiner Facebook-Seite. Ich habe ihr die Frage gestellt, ob sie weiß, dass der Menschenrechtsrat der UN, der Vereinten Nationen, beschlossen hat, dass die Sanktionen nicht dem Völkerrecht entsprechen. Es dürfen keine Sanktionen für nichts und für gegen jedermann verhängt werden. Das hat mit Völkerrecht nichts zu tun. So, und dann hat sie einräumen müssen, ja, dann hat sie rumgeeiert, das will ich nicht wiederholen, das Eiern überlasse ich der. Auf jeden Fall hat sie dann am Ende gesagt, ich erkenne nur solche Beschlüsse an, die meiner Meinung entsprechen. Guckt euch das an, wie die rumgeeiert hat und am Ende kam raus, was im Völkerrecht drinsteht, interessiert sie gar nicht. Und was der Menschenrechtsrat beschlossen hat, mehrheitlich mit den Stimmen, hat sie auch nicht interessiert. So eine Außenpolitikerin haben wir. Was ist das für eine Außenpolitikerin, die über die ganze Welt lacht sich kaputt über die Frau? Sie weiß noch nicht mal, was 360 Grad und Kreis ist. Und das lernt man ja bekanntlich schon im Kindergarten. Also nee, wenn es ein guter Kindergarten ist. Gut. So, und jetzt komme ich nochmal zu den BRICS-Staaten. Wer gehört alles zu den BRICS-Staaten? Indien, China, ich fange mal mit den Richtchen an. China, Russland, Indien, Brasilien, wer gehört noch dazu? Argentinien, ja, 6 haben sie dazu genommen. Saudi-Arabien neuestens, das heißt, das sind die Länder, in denen es Rohstoffe gibt. Der Westen lebt von diesen Rohstoffen. Ist das wohl eine Wirtschaftskraft, die hier entsteht? Was einigt eigentlich alle diese BRICS-Länder? Ich kann es euch sagen. Die haben alle nicht Russland verteufelt. Die haben alle nicht der Resolution der USA zugestimmt.
Die haben alle nicht dem Quatsch zugestimmt, den die Baerbock dort immer vertritt, sondern die haben alle die Meinung, jedes Land muss sich so entwickeln, wie es diesem Land entspricht, seiner Tradition, seiner Kultur, seiner Geschichte und ohne, dass es ein Land gibt, was die Weltherrschaft beansprucht. Kein Land kann die Weltherrschaft beanspruchen. Und das ist etwas, was die Amerikaner noch nicht gelernt haben. Das müssen sie noch lernen. Da höre ich jetzt, das lernen sie nie. Und da ist auch ein wahres Körnchen. Denn das ist die eigentliche Gefahr der nächsten Jahre. Man kann nämlich jetzt schon ausrechnen, wann die BRICS-Staaten die Mehrheit der Weltbevölkerung stellen, denn die Inder wachsen unaufhörlich. Die Chinesen wachsen nicht mehr ganz so dolle wie die Inder, aber die Brasilianer sind auch mächtig am Zeugen. Das heißt, es gibt dort viele Länder, die allein durch das Bevölkerungswachstum ein wachsendes Gewicht in der Welt haben, im Bruttosozialprodukt, Bruttoinlandsprodukt und in den Handelsbeziehungen. Und irgendwann ist das die Mehrheit der Weltbevölkerung und die haben einen riesen Einfluss. Und wisst ihr, warum die Sanktionen gegen Russland ins Leere laufen? Weil es diese BRICS-Staaten gibt. Und weil es die Länder gibt, immer mehr Länder gibt, die sich nichts bieten lassen oder weniger bieten lassen. Und das ist das, was wir uns auch klar machen müssen. Das ist das, was auch Hoffnung gibt auf Dauer. Denn wenn wir bei uns ehrlich sind, es tut sich sehr wenig in Deutschland. Es ist ja wirklich so, kaum werden noch Wohnungen gebaut in unserem Land. Die Renten sind nicht sicher. Der Scholz ist zwar der Meinung, unsere Wirtschaft steht bombig da. Aber Leute, wenn ich mich hier hinstelle und lache und freue mich, wie toll unsere Wirtschaft ist, was habe ich dann gekonnt? Gar nichts. Das ist doch nur eine Show. Zählen tun doch nur die Zahlen. Tausende Betriebe in Deutschland machen dicht und lassen sich von den Amis abwerben. Würden wir doch auch machen, wenn einer eine Firma hat, die gut läuft. Und jetzt kommt einer und sagt, wir bezahlen dir deinen Umzug und du kriegst nur ein paar Millionen Subventionen, dann komm doch zu uns in die USA. Wird der dann Nein sagen? Deine Kinder kannst du auf die Schulen schicken? Kannst du auf die Schulen schicken? Wird er dann Nein sagen? Jetzt sage ich mal, ich würde hoffen, ja, es würden das mehr tun. Also es gibt ja auch den Grupp, wenn ihr das im Fernsehen seht. Das ist der Mann mit dem Affen, der da immer Werbung gemacht hat für die Trigema-Firma. Aber ich sage euch eins, das ist ein Deutscher. Das ist ein Unternehmer, der noch weiß, in welchem Land er geboren ist und für welches Land er sich einsetzen muss. Aber das wissen doch die ganzen Unternehmer in Deutschland nicht mehr. Das sind doch fast alles Leute, die nur mit Kauderwelsch aus England rumquatschen. Ich habe nichts dagegen. Die englische Sprache muss jeder können und soll er auch kennen und ist alles gut. Ich habe gar nichts dagegen. Ich bin auch dafür, dass die Amerikaner uns alle besuchen, damit sie sehen können, wie man es nicht machen soll in seinem Land. Die sollen nicht aufgeben, die sollen Patrioten sein, aber als Besucher ja, aber als Armee, die hier stationiert ist, mit 40 Militärstützpunkten in Deutschland, will ich sie nicht haben. Und seit vielen Jahren haben die Amerikaner, nicht die Amerikaner, aber die Regierung, den Drohnenkrieg geführt in Afghanistan. Ja, und die sind dann über Nacht wieder abgehauen. Und unsere deutschen Soldaten, die mussten dann auch abhauen. Und das nächste, wo sich andeutet, dass das
Prinzip, packt eure Koffer und verschwindet dort am besten, das deutet sich in Afrika an. In Mali. Ich habe die Diskussion mitgekriegt. Die wollten noch nicht weg. Aber in Mali hat es einen Putsch gegeben. Ich bin überhaupt nicht für Putsche und solche Geschichten bin ich nicht. Aber das ist deren Sache. Wenn die in Mali sowas machen, dann machen sie es eben. Aber jetzt will die ECOWAS, wollte dort intervenieren und einen neuen Kriegsschauplatz aufmachen. Und die Franzosen wollten das auch, weil das ist nämlich immer noch eine halbe Kolonialmacht. Auf Papier ist die Kolonialzeit beendet, aber in Wahrheit nicht. Aber die Nachbarn von dem Land, wo jetzt der Putsch war, die haben gesagt, wir machen da nicht mit bei der ECOWAS. Wir werden uns auf die Seite der Putschleute stellen. Wir wollen unabhängig unseren Weg gehen. Wir brauchen niemanden, der uns noch vorschreibt, was wir zu tun und zu lassen haben. Auch keine ehemaligen Kolonialmächte. Koffer packen. Und das geht auch in vielerlei Hinsicht noch weiter und wir wissen noch gar nicht, welche Konsequenzen das haben wird. Ich hoffe nur, dass in den USA niemand durchdrehen wird. Denn einzusehen, dass man als Weltmacht fertig ist zum Abdanken, das erfordert auch eine gewisse Größe. Und da bin ich ganz ehrlich, die traue ich dort gar niemand zu. Und das ist aber das, was die größte Gefahr für den Weltfrieden darstellt, dass ein aufbäumender Staat versucht, militärische Mittel einzusetzen, um mit Zähnen und Klauen sich festzuhalten an dem Status als Weltpolizist weiterzumachen. Nur eins können wir dabei ganz sicher sehen. Die BRICS-Staaten sind sogar noch mehr Atommächte geworden. Die bringen genauso ein Militär in die Waagschale. Und ich appelliere an die Vernunft, auch bei den Transatlantikern. Ihr müsst euch doch mal ganz klar machen, ihr habt doch auch nichts gewonnen, wenn ihr kaputt seid. Was habt ihr denn davon? Habt ihr auch nichts? Habt ihr vielleicht vorher gut verdient im konventionellen Krieg? Das habt ihr jetzt gemacht. Aber mehr habt ihr nicht. Ihr habt nichts gewonnen. Russland könnt ihr nicht in die Knie zwingen. Der Konflikt wird eingefroren, früher oder später. Und irgendwann wird man auch begreifen müssen, der Frieden ist es wert, dass nicht mehr geschossen wird. Der Frieden ist es wert, dass das Töten aufhört. Und wer das lautstark fordert, das sind die BRICS-Staaten, Ramaphosa, das sind sogar die Araber, denen hätte ich das nie zugetraut. Aber selbst die begreifen das. Das Schießen muss aufhören. Und es darf nicht der nächste große Krieg gegen China stattfinden. Denn das ist es, was jetzt in den USA vorbereitet wird. Das dürfen wir nie vergessen. Jetzt schon fängt die von der Leyen an zu sagen, wir müssen die chinesischen Firmen sanktionieren. Wir müssen verhindern, dass die bei uns Fuß fassen. Wir müssen dafür sorgen, dass, wie nennen die das, Decoupling und ach, das ist doch alles Schwachsinn. Auf jeden Fall ist es so, wir sollen uns von China loseisen. Wisst ihr, was dann ist? Dann läuft doch bei uns in der Wirtschaft gar nichts mehr. Alle großen und unsere Firmen stimmen aber langsam schon mit den Füßen ab. Die machen nämlich den Mist gar nicht mehr mit. Guckt euch das mal an. Es gibt sehr viele Firmen mittlerweile, die machen diese Politik der Sanktionen nicht mehr mit. Und das ist auch gut so. Wir müssen uns emanzipieren. Und wir dürfen uns auch nicht ablenken lassen durch die Grünen, durch die Linken oder durch einige Linke, nicht die Linken, aber einige Linke,
die uns erzählen, den ganzen Quatsch mit den 50 Geschlechtern und den ganzen Scheiß, wo jeder sich darüber kaputt lacht, das ist alles nur Blödsinn. Jeder Mensch soll so leben, wie er will und damit glücklich werden. Ende Gelände. Und deswegen sage ich, macht das, aber versucht nicht der Mehrheit eines Landes dummes Zeug aufzuschwätzen. Das wollen nämlich diese Menschen gar nicht. Die wollen das gar nicht. Also wenn man mit einem Menschen lebt, spricht, der schwul ist oder sonst was, ist doch überhaupt kein Problem. Der soll sein Leben leben, wie er das möchte. Ohne Diskriminierung. Alles völlig in Ordnung. So, aber das müssen doch nicht alle anderen nachmachen. Also ich wüsste welche, die es nicht wollen. Also ihr zumindest wollt es nicht. Das habe ich jetzt mitgekriegt. So. Ich muss noch einen Gedanken loswerden. Das ist immer das Problem, wenn man spricht und ohne Konzept das macht. Aber einen Gedanken möchte ich euch sagen. In Deutschland kommt der soziale Frieden langsam in Gefahr. Wir haben eine immer mehr um sich greifende Inflation. Bei den BRICS habe ich das noch vergessen, aber das ist der wichtigste Gedanke sogar. Die BRICS-Staaten werden eine rohstoffgebundene oder goldgebundene Währung ins Auge fassen und diskutieren zumindest. Und das ist deswegen wichtig. Die Amerikaner haben mit einem Federstrich, wenn ich mich richtig erinnere, 1971 die Golddeckung der Währung aufgegeben und haben gesagt, ab jetzt wechseln wir Dollar nicht mehr in Gold. Was ist die Konsequenz? Die USA haben weltweit immer mehr eingekauft, jedes Jahr über ihre Verhältnisse. 1 Billion Dollar mehr Handelswaren eingekauft, als sie ins Ausland geliefert haben. Und haben die mit wertlosem Papiergeld bezahlt. Was jetzt überall kreist. Es gibt eine enorme Geldmenge in der ganzen Welt. Aber das ist doch gar hat gar keinen Wert. Und das werdet ihr feststellen. Einer, der einen Dollar hat, den er 71 gekriegt hat, der hat heute noch vielleicht 3% an Wert. Und da haben die BRICS-Staaten gesagt, das wollen wir nicht mehr. Das sind zwar auch Staaten, die Staatsverschuldung betreiben, die gibt es dort auch. Aber für die Handelswährung ist das nicht akzeptabel, wenn ein Land jedes Jahr mehr einkauft, als es an Waren ins Ausland liefert. Und wenn man da faire Preise vereinbaren will und andere nicht ausnehmen will, dann muss man irgendwie einen Maßstab haben, der eben nicht beliebig manipulierbar ist. Und das ist eine Währung, die an Gold gebunden ist und an Rohstoffe. Und das ist ein Thema, was in den BRICS-Staaten ganz massiv diskutiert wird. Und auch diskutiert werden kann, weil das sind ja die rohstoffliefernden Länder in der Erde. Und da wird sich manches jetzt umdrehen. Früher konnten die USA sagen, naja, dann intervenieren wir. Also wenn da einer angefangen hat, drüber zu spinnen, wir machen Goldwährung, der war nicht lange Präsident, der war dann weg vom Fenster. Aber das wird nicht mehr, genau, Gaddafi ist das richtige Stichwort. Aber das wird in Zukunft nicht mehr so einfach sein. Und das ist das, was auch Hoffnung gibt. Aber Leute, wir selbst müssen auch was tun dafür. Und ich bin am Anfang hier gefragt worden, ich kann auch nichts Besseres sagen. Die Situation ist verdammt gefährlich und wir müssen aktiv bleiben. Das ist der Grund, warum ich auch gekommen bin. Ich bin gerne zu euch gekommen. Niemand kann uns helfen, außer wir selbst. Wir müssen diese Regierung... Wir müssen diese Regierung dahin schicken, wo sie gehört. Gewaltfrei, durch Wahlen,
aber nicht an die Hebel der Macht. Also ein Bundeskanzler, der 3 Wochen lang rumeiert, wir liefern keine Waffen, und dann liefert er doch wieder Waffen, dann fällt er wieder um und dann versteht er sich wieder blenden mit der Frau Baerbock und dann findet er die Strack-Zimmermann richtig tough, wie die da so auftritt. Leute, das geht alles nicht. Von einem Kanzler muss man Führung erwarten. Der muss einen Standpunkt haben. Und der muss nicht bei jeder Kleinigkeit umfallen. Der braucht klare Prinzipien. Und nicht nur Berater. Nein, die Verantwortung, ein Kanzler muss selbst die Verantwortung tragen. Für das, was er anrichtet oder nicht. Und ein wenig Führung würde dem Kanzler wirklich gut tun. Denn das schafft, aber in der richtigen Richtung. Schluss mit Waffenlieferungen. Schluss mit dem Geld an die Ukraine. Und wie hat noch der Verteidigungsminister, der angebliche, gesagt, als ich ihn gefragt habe, hat er gesagt, ja, wie geht denn das? Das geht doch gar nicht. Wenn wir kein Geld mehr in die Ukraine schicken, dann ist der Krieg ja sofort zu Ende. Ja! So, das war das, was ich euch sagen wollte. Es gibt vieles, was man nicht sagen kann. Ich konnte das auch nicht anders tun. Ich sage euch nur eins. Leute, bleibt aktiv, gebt nicht auf und macht vor Ort was. Sprecht mit eurem Verwandten, mit den Bekannten und macht denen deutlich, dass in dem Land sich nur was ändert, wenn die Bevölkerung auch anders denkt und handelt. Und die Wahlen sind dafür da, dass man wählt. So, und damit verabschiede ich mich von euch Rechtsradikalen und Nazis und Banditen, um mal die Sprache von Herrn Haldenwang zu bemühen. Der Mann hat gar nichts verstanden. Der sitzt in einem wichtigen Amt und soll unsere Demokratie verteidigen. Und kommt nicht auf die Idee, dass die Demokratie jeden Tag von solchen Politikern gefährdet wird, die so eine Politik machen, dass die Leute sich nur noch an den Kopf packen. Das sind die Leute, die unsere Politik verächtlich machen. Das sind die Politiker selbst. Und einen habe ich noch ausgespart, das war unser Freund Merz. Nee, habe ich nicht, den habe ich auch irgendwo erwähnt. Also bei Merz ist es so, Leute, der macht ja alles noch schlimmer. Also fallt doch nicht auf so eine Sache rein. Der flustert sich manchmal auf, bevor er redet, dann im Bundestag. Da macht er sich so richtig stark. Also es kommt aber nichts dabei raus. Es ist einfach nur noch peinlich. Ja, da spricht nämlich BlackRock raus. Und BlackRock und diese Leute sagen alle, die Grünen müssen ja zusammen machen mit der CDU. Das ist ja die Absprache, die die Milliardäre miteinander treffen. Aber diesmal werden sie sich irren. Ich denke, sie werden sich irren. Passt mal auf, was im nächsten Jahr passiert. Und noch einen Wahlbetrug wird es in Amerika wahrscheinlich nicht geben. So, Herr Farley, damit das Ganze, bleiben Sie mal da oben, damit das Ganze mal so das Bundestagsfeeling bekommt, Herr Farley, Ihre Redezeit ist zu Ende, beeilen Sie sich bitte, ja? Es ist Schluss hier, ne? 2 Minuten, wie viel haben Sie Redezeit? 2,50 im Bundestag? 2,30? Herr Präsident, ich bedanke mich bei Ihnen. Ja. Aber ausnahmsweise, weil ansonsten überziehe ich immer eine Minute. Vielen das Dank. Das ist wunderschön. Robert Farley. Nur hat er ja versprochen, er wird noch Bürgerfragen beantworten, Herr Farley, aber nun ist er schon weg. Wenn welche da sind. Wir haben hier vorne so ein schönes Banner, Herr Fahle. Artikel 146 Grundgesetz. Eine neue Verfassung für unser Land. Dazu hätte ich gern mal Ihre Meinung gehört, im Namen vieler Menschen, die hier stehen und sitzen. Ist es eine Chance für uns? Wie können wir die erreichen? Wo sehen Sie den Weg, den wir gehen sollen? Weil wir werden immer gefragt, ihr habt keine Lösung, ihr könnt die Ziele nicht, ihr könnt zwar eure Ziele und Wünsche äußern, aber der direkte Weg dorthin, wie kann der für uns aussehen? Und ist es dieser Paragraph 146 unter anderem, was ist Ihr kurzer Weg zu einer besseren Welt, zu einem besseren Deutschland?
Also ich fürchte, einen kurzen Weg zu einem besseren Deutschland, den gibt es nicht. Und auch das Berufen auf den Artikel 146, das ist richtig, weil dieser Artikel 146 besagt ja das, was uns noch fehlt. Eine Verfassung, die dem Volk vorgelegt wird für eine Volksabstimmung, und eine Verfassung kann nur durch Abstimmung des Volkes entstehen. Und die kann nicht entstehen, indem sich 30 Leute zusammensetzen und irgendwas ausbaldowern und dann hinlegen und das ist die neue Verfassung. So ist ja auch das Grundgesetz eigentlich von den Alliierten ausgehandelt worden. Ich sage aber, da sind eine Menge demokratische Rechte drin, die man noch voll und ganz nutzen muss. Aber wenn, dann brauchen wir tatsächlich einen Verfassungsprozess in Deutschland. Wir brauchen noch einen richtigen Friedensvertrag, den gibt es ja auch noch nicht. Und wir brauchen eine richtige Verfassung für unser Land, in der unser ganzes Volk abstimmen kann. Sonst wird das nichts. Ohne Demokratie wird gar nichts etwas. Dann bleibt es bei dem ganzen Mist, den wir haben. Und den braucht keiner. Und wir schon gar nicht. Vielen Dank. Wir haben zu danken, Herr Fahle. Dankeschön.